Hallo ihr Lieben, da ist wieder eure Ida Käsblättle vom Schwabeländle. Heute befinde ich mich auf der Insel Mainau. Ihr seht das Bild. Und jetzt habe ich gerade eine Besucherin hier. Die ist jetzt auch auf der Insel Mainau gewesen und ich frage jetzt einfach mal ein paar Sachen. So. Hallo, hallo, jetzt. Woher sind Sie denn? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Extra hierher gefahren? So, zuerst nach Gengenbach und dann von dort eine kurze Exkursion. Ah, okay. Also jetzt gerade mal so ein paar Fragen rund um die Insel Mainau. Das ist ja eine Insel in gräflichem Familienbesitz. Und die Besitzer sind sozusagen die Gräfin Bernadotte. Also sie, die Bettina und Björn Graf Bernadotte, das sind ja die zwei, die halt hier das Sagen sozusagen haben, auf die Mainau GmbH gegründet haben. Und was für Inseln gibt es jetzt auf dem Bodensee? Es gibt die Insel Reichenau, die Insel Lindau und die Insel Mainau. Ja, okay. Und wie viel gibt es allgemein mehr? In dem Fall. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber genau. Ich kenne nur diese. Genau, die Mainau, das ist ja die drittgrößte Insel. Und auch die meistbesuchte. Ich glaube auch. Genau. Was blüht denn hier? Wir sind jetzt im Juli, Wetter ist warm. Was blüht denn jetzt gerade? Was für Saison? Was für Pflanzen blühen gerade? Die Rosen sind zu Ende, die Hortensien blühten sehr, sehr schön. Und das sind so Beetpflanzen, die auch reichlich sind und sehr, sehr schön. Von Sorbentenblumen, Dahlien. Dahlien, genau, da gibt es extra. Cosmea habe ich gesehen. Und, okay. Was habe ich noch gesagt? Das sind so viele. Da drüben. Ja, der Ahornstab und. Also Gladiole habe ich hier noch, ja, und Mädchenauge gibt es wohl auch. Mädchenaugen auch. Genau, und die Glockenblume habe ich auch. Trompeten. Ja. Trompeten. Die sind auch sehr gemischt. Da drüben sind die Trompetenpflanzen. Die Trompetenpflanzen, die großen. Ich habe so schön fotografiert. Rosen sind langsam zu Ende, sind nur ein paar. Zeit läuft. Ja. Und, geht jetzt, ich laufe danach. Okay, und was fandet Sie jetzt am schönsten jetzt hier auf der Insel? Ja, gibt es jetzt da diese verschiedenen Bereiche. Häuser, Bereiche? Was hat Ihnen am besten gefallen? Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und die Natur natürlich mehr als die Gebäude interessieren mich. Und die verschiedenen Mammutbäume, das sind die Schlafmuster. Okay. Geht zum Schmetterling. Ja, jetzt gehen wir dann gleich zum Schmetterlinghaus. Das sollte auch sehr schön sein. Und, waren Sie auch im Palmenhaus? Nein, da waren wir nicht. Die Zeit reicht nicht so. Vielleicht kommen wir noch einmal. Okay. Und dann sehen wir dann alles. Und den Insektengarten, haben Sie den gesehen? Nein, auch nicht gesehen. Auch nicht? Nein. Okay. Das muss auch sehr interessant sein. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage, und zwar betrifft es die EM 2022. Die Frauenfußball, die haben ja jetzt am Freitag gespielt. Ich weiß nicht, haben Sie es mitbekommen, gegen Dänemark, Deutschland gegen Dänemark. Gewonnen, oder? 4:0 haben sie gespielt. Ja, super. Ja. Genau, guter Auftakt. Und jetzt, die spielen ja im... Am Dienstag, also morgen in dem Fall, gegen Spanien. Okay. Haben Sie mir da einen Tipp für die deutsche Mannschaft? Die gewinnen. Und wie viel? Was schätzen 3 Sie? 3:1. Für Deutschland? Ja. Alles klar. Okay, dann vielen Dank und zu danken, schöne Heimfahrt Wiener und tschüss. Alles gut, tschüss. So, jetzt. Also, wie gesagt, das ist die Insel Mainau und ich gehe jetzt mal davor. Da ist noch dieses, wie heißt es, Ufergarten mit Bodenseerelief. Da gehe ich jetzt gerade mal hin. Das ist auch sehr schön anzusehen. Da kommt schon hier links. Das ist also sozusagen der Bodensee mit den verschiedenen Ortschaften.
Stein am Rhein. Wo sind wir jetzt? Insel Mainau ist auch da oben, da wo die Palme ist. Genau. Okay, dann haben wir hier Kreuzlingen, das ist in der Schweiz. Und das ist alles die Schweizer Seite. Bregenz ist dann Österreich. Und dann kommt Lindau und Bayern, Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Meersburg.